Hallihallo, Hallöde und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich bin der Mocha. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserer FIFA 18 Saison mit dem SC Paderborn. Ja, die Aufstellung für das nächste Spiel steht. Im Aufstiegsrennen dabei sein als Ziel. Die Nachwuchsaufgabe haben wir erledigt. Im Aufstiegsrennen dabei sein, das sind wir. Verringere, das werden wir nicht schaffen, auch wenn es die höchste Aufgabe ist. Aber bis jetzt stehen wir ganz gut da. Ja, dann starten wir das Spiel gegen den VfL Osnabrück, die in der Liga im Mittelfeld, nee, sogar hinten rumdümpeln. Ja, schon Mittelfeld, würde ich sagen. Unteres Mittelfeld. Die Aufstellung haben wir gemacht, die können wir uns aber gleich nochmal angucken. Ja, in den letzten 2 Tagen, ich glaube 2 Tage, kam kein Video. Das liegt daran, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Wie sage ich immer, es kam das Leben dazwischen. Und ja. Es hat dann halt nicht funktioniert. Da es hier nur ein Hobbyprojekt von mir ist, muss ich damit leben. Bin zwar ein bisschen unzufrieden damit, aber ja, dafür hatte ich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Und von daher. Alles supi. Jetzt muss ich noch was machen, was ich wieder vergessen habe. Ist immer nach so einem langen. Hier ist nochmal unsere Aufstellung. Mit Mané, Michel, Ritter, Ajdzej, Szolanski, Krause, Herzbruch, Mühl, Schonlau, Böder und Gracic. Hier ist die Aufstellung von Osnabrück, wo mir so Tim Danneberg was sagt und Reimarik. Tim Danneberg, weil es ein ehemaliger Eintracht Braunschweig-Spieler ist. So, der erste Abschluss von Osnabrück, ohne dass wir bis jetzt am Ball waren. Das war schlecht gemacht von Ritter. Szolanski über rechts. Da sehe ich natürlich jetzt nicht, was da eingeblendet wird. Ich vermute aber unsere Abwehr. Meine Facecam liegt da halt drüber. Böder verliert den Ball an Wachs. Jetzt muss er natürlich schnell nach hinten. Aber Mühl souverän, auch wenn es ins Aus geht. Ja, da im Spiel ist Winter. Die Temperaturen momentan sind natürlich ganz schön. Was soll ich sagen? Genau das Gegenteil. Wow, ein perfekter Pass. Karacic läuft raus. Ist sogar noch am Ball.
Okay, das habe ich nicht gesehen. Und Mané mit Konterversuch. Und Michel rutscht da fast in den Keeper rein. Entschuldigung. Oh. Gut, dass der hohe Ball kommt auf den anderen Stürmer. Mühl fängt ihn souverän ab. Schade, das war eine gute Chance für uns. Ich bin noch relativ schweigsam. Zum einen, weil ich mich echt wieder daran gewöhnen muss. Zum anderen, es ist noch vor 6 Uhr morgens. Da nehme ich dieses Video auf. Oh, Ajesh hat sich verletzt. Jetzt warten wir mal bis zur Halbzeit ab. Und Solonski mit der Chance. Ja, am Wochenende. Am Samstag war ich ja beim One Day Summer Festival in Bordfeld. Es war wunderschön wie erwartet. Schade. Auch wenn der Regen uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, natürlich. Schade, Mané wollte wieder zurücklegen auf Krause, glaube ich. Ne, auf Ritter. Und ist dabei etwas hängen geblieben. Abseits. Jetzt machen wir doch den Wechsel. Ajesh angeschlagen. Thomas Bertel kommt für ihn. Warum liegt der Mané auf Böder und nicht auf Zolonski? Verstehe das, wer möchte. Ich verstehe es nicht. Och Mann. Zolonski, da war keine Not, den Ball wegzudreschen. Zu 0. In der zweiten Halbzeit geht hoffentlich noch was.
Ich bin kurz weg. Bis gleich. Ciao, ciao. Es geht weiter mit der Partie Paderborn gegen Osnabrück. Es steht 0 zu 0 zur Halbzeit. Wir versuchen jetzt das Spiel noch zu gewinnen. Wir gehen ein bisschen auf Offensive. Wir sind ja schon der Favorit. Herzbruch. Legt den Ball auf Bertel. Mühl auf Herzbruch. Och, und Mané schießt da unbedrängt aus 12, 13 Metern, 11 Metern und legt den vorbei. Das war nicht gut gemacht. Engel zu Danneberg auf Klaas. Reimerick durch, aber Mühl passt auf. Und Herzbruch läuft uns aus. Was ist denn da los? Krause über links. Und faul. Bertels halte ich zurück. Ich habe da nichts sonderlich Schlimmes gesehen. Einwurf. Ich bin stark enttäuscht von Mané. Dafür kommt Tietz. So, Foul von. Ich weiß nicht genau, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, wer es war. Ritter passt sehr gut auf zu Zolonski. Entschuldigung. Und Konter der Osnabrücker. Aber Schonlau passt perfekt auf. Aber Herzbruch verliert ihn. Bertels hat ihn aber wieder. Herzbruch auf Schonlau. Und Fehlpass von Krause. Meine verdammte Allergie, die geht mir ganz schön auf den Geist. Ah, schön ausgestiegen. Aber unser Keeper souverän mit den Fäusten aus dem Hintergrund. Danneberg, aber nein.
Clement kommt für Ritter. Ein offenes Spiel. Herzbruch. Herzenbruch, sorry, den habe ich bis jetzt immer falsch ausgesprochen. Das fällt mir jetzt erst auf. Aslan, genau, der ist schon angeschlagen. So, Zolonski. Auf Herzenbruch. Und der Ball ist weg, das ist... Zolonski steigt da ganz schön hart ein. Das könnte... Wenn es doof läuft, auch die rote Karte geben. Da hat er echt Glück, dass es nur gelb ist. Von hinten in die Beine. Ohne Chance auf den Ball. Für mich ist das eigentlich rot. Und Michel mit der Großchance steht relativ frei vor dem Torwart der Osnabrücker, aber der Ball ist dann doch nicht drin. Und Bertels mit dem Tor. Perfekt gemacht von Michel, durchgelegt auf Bertels. Der Keeper kommt nicht raus. Bertels legt ihn flach rechts am Torwart vorbei. 1-0 in der 88. Minute. Drittes Saisontor für Bertels. Dafür, dass er eigentlich nur Ersatzspieler ist, der relativ selten zum Einsatz kommt. Sehr gut. Und jetzt geht es nur noch darum, das 1-0 zu halten für uns. Zieht's aus der Drehung nochmal. Aber dieser Ball war nicht drin. 1-0 gewonnen. Sehr schön. Da haben wir einen erneuten Sieg. Kurz vor Schluss dann noch. Mit 1-0 gewonnen. Gegen den VfL Osnabrück. So kann es meinetwegen weitergehen. Wir gucken, was wir als Mail haben. Ajaj ist verletzt für 5 Tage. Das ist auszuhalten. Dadurch, dass er verletzt ist, ist ein Spieler aus dem Training raus. Und zwar genau er.
setze jetzt voll auf unsere Jugendmannschaft. Dass wir bald wen hochziehen können. Dass er halt auch für die erste Mannschaft ein bisschen spielen kann. An der Spitze der Tabelle hat sich Karlsruhe ganz schön abgesetzt. Danach kommen wir. Unterhaching danach. Danach ist es relativ eng, aber bis dahin. Jetzt ist eine Länderspielpause, wie es aussieht. Sehr schön. Dann können wir abbrechen. Und das nächste Spiel ist gegen Unterhaching. Spitzenpartie, sehr schön. Damit wir jetzt hier noch einmal Training haben können. Habe ich jetzt einmal unterbrochen. So. Dann simuliere ich noch bis zu dem Spiel. Mache noch einmal mit die Mannschaftsaufstellung. Tietz kommt wieder von Anfang an für Mané. Collins kommt für Herzenbruch. Und Adjesh geht auch für Kreuz. Ja. Strudi kommt für schön Schonlau. Und das war es. Was soll ich noch sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei meiner Karriere. Ich gucke jetzt noch mal kurz die Werte meiner Spieler an, beziehungsweise wer der wertvollste ist. Ufuk ist der am wenigsten wertvolle, der ist ja aber auch verkauft. Mein wertvollster Spieler ist Mühl. Der ist gekommen für 1,45 Millionen, mittlerweile ist er 3,6 Millionen wert. Karadžić genau das gleiche für 1,4 gekommen, mittlerweile 3,3 wert. Ritter. Ja, natürlich schade, dass er nicht mir gehört. Vielleicht können wir uns ja nach der Saison in der zweiten Liga kaufen. Michel hat etwas an Wert verloren. Wir gucken mal weiter, ob noch irgendjemand an Wert verloren hat. Ja, Bertels. Bertels hat auch an Wert verloren. Ansonsten haben alle an Wert gewonnen, was sehr schön ist. Aber gut, jetzt kommt meine Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da, positiv oder negativ. Ich hoffe euch natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Mucka. Ciao.